Ja, moin! Ich hab die Nase voll scheißen. Na, ihr Rallys, willkommen zurück zu Pokémon Rubin. Rally, das Rally-Lock. Ja, ist eine Rally-Lock, ne? Ist keine Nass-Lock, ist eine Rally-Lock. Ist so. So, heute kämpfen wir gegen die hier, die Olimove, weil die will auf jeden Fall nochmal ordentlich ihr Fressbrett poliert bekommen. Und wir haben erstmal einen Raltbrief gefunden. So, diesen Raltbrief, den kriegt jetzt irgendwer. Mal schauen. Bierdose. Was können wir denn schreiben? Ach komm. Ach komm. Als ob. Jetzt hab ich's. Jetzt bin ich drin. Ach komm, als ob du Blödkopf. Ein Ei. Ach wird. Besitzen. Wieso gibt's hier keine deklinierten Worte? Dann machen wir das halt, beleidigen wir uns halt selber. Ach komm, als ob ich Blödkopf von Ei besitzen würde, hä? Super Brief, den krieg ich jetzt die Bierdose. Okay, aber das war jetzt eigentlich gar nicht das Ding. Okay, du bist dran. Nach dem Essen muss ich Sport treiben, also lass uns kämpfen. Was ist das eigentlich für eine Definition von Sport? Ich schmeiß irgendwas hin und lass andere den Scheiß für mich machen. Das ist nicht Sport, das ist Sklavenhaltung. Das ist nicht gut. Finde ich echt nicht gut. Hier. Wie hieß du? Angelika? Ne, die hieß gar nicht Angelika. Glaube ich. Aber egal, das finde ich... Also Sport ist ja bekanntlich Mord. Und das ist gruselig, weil das bedeutet, dass vielleicht ein Pokémon bei mir von mir in diesem Kampf sterben könnte. Das wäre brutal. Bra. Bra, bra, bra. Ne, wie heißt du? Angelika heißt du nicht, oder? Habe ich gerade falsch im Kopf. Du heißt... Nancy. Fancy Nancy mit dem Panty-Moss. Hallo Fancy Nancy, let me see your panties. Ach stimmt, Margarita hat ja Kraftkoloss. Das ist voll gut, das steigert den Angriff. Also kein Wunder, dass Margarita hier so übertrieben einen wegkrallt mit seinem Hyperzahn. Das hat ja Seidenschal plus Kraftkoloss. Super geil, also kein Wunder, dass Margarita, die kann schon ordentlich Schaden austeilen, aber hat halt nicht so viele Leben. Oh nein! Ja, Sport war Mord, aber von meiner Seite aus, hehehe. Ich hatte so ein leckeres Essen, deshalb bin ich jetzt pappsatt und müde. Ja, so ging mir das gestern auch, Kinder, das war nicht mehr schön. Da waren wir nämlich beim Türken und da gab es so richtig geile Falafelteller. Habe ich mir gegönnt und danach war ja Ende mit Leben. Also danach war, konnte ich nicht mehr mich geradeaus bewegen. Oh je. Okay. Alles, was nicht gewonnen wird, ist ein potenzieller Henker für unser Team und das ist richtig bösartig. Aber gut, Margarita wieder mal gerallt wie ein Dalmatiner. Level 24. Sehr gut, sehr gut. Jo. Oh, warte mal, hier waren wir noch gar nicht. Persimbeeren, was sind denn jetzt... Was sind denn jetzt wieder Persimbeeren? Dann nehmen wir erstmal die Persimbeeren und dann gucken wir mal nach, was überhaupt eine Persim oder eine Simper... Ich überlege gerade, ob ich aus dem Namen mir hier irgendwie schon herausfinden kann, was das sein soll. Persim, Persil ist hier dieses Waschmittel. Das heißt, es ist eine Saubermachbeere. Und das glaube ich nicht. Das glaube ich eher weniger. Hier, was ist eine Persimbeere? Selbst ist es super gut, aber was, wie sieht das Ding aus? Eine Paprika? Eine Peperoni? Eine Litchi? Eine Erdbeere? Eine Himbeere ist es nicht. Simper? Ersimp? Na, sagt ihr mir das. Was soll eine Persimbeere darstellen? Was für eine real existente Frucht? Moin! Ich sammle Beeren, damit ich einen Pokémon-Wettbewerb gewinnen kann. Wenn du magst, gebe ich dir eine ab. Morbbeere, das wird wohl eine Brombeere sein. Welche Beeren soll ich heute anpflanzen? Welche Farben sollen die Pokeriegel haben? Darüber nachzudenken macht irre Spaß. Sass.
Lanettes Haus. Ach ja, hier ist ja Lanette. Die haben wir noch gar nicht besucht. Wie sieht das denn hier aus? Lanette, was ist das hier? Das ist ja nicht richtig. Lanettes Forschungsaufzeichnung. Das sind Informationen zu den Boxen. Wenn ihr boxen wollt, ne? Wir treffen uns. Außen auf dem Platz. Salat. Es sollten Boxen eingerichtet werden, die jeweils 30 Pokémon aufnehmen können. Jeder Trainer sollte in der Lage sein, 420 Pokémon im PC-System zu lagern. Weiterlesen? Na klar. Es muss ein Markierungssystem eingerichtet werden, mit dem man eine gute Übersicht über die Pokémon bekommt. Der Name und der Hintergrund jeder Box lässt sich verändern zur Freude der darin gelagerten Pokémon. Dieses Markierungssystem habe ich übrigens nie verstanden. Man kann einfach seinen Pokémon so einen Stern oder so ein Quadrat als Markierung geben, aber was das soll, weiß kein Mensch. Immer wenn ein Pokémon gelagert wird, wird es in der Box gelagert, die als letztes geöffnet wurde. Ist diese Box voll, wird das Pokémon in der nächsten Box gelagert. Mit anderen Worten, die zuletzt geöffnete Box wird automatisch gewählt, um ein Pokémon zu lagern. Oh, Captain, entschuldige, dass es hier so chaotisch aussieht. Immer wenn ich forsche, vergesse ich aufzuräumen. Das ist echt peinlich, erzähl dir das bloß niemanden. Ich gebe dir auch eine Scheißpuppe. Das erzähle ich allen, das schreie ich in die Welt hinaus. Soll ich dir einige Hinweise zum Pokémon-Lagerungssystem geben? Du solltest deine Boxen gut verwalten, damit du weißt, welche Pokémon sich in welcher Box befinden. Weißt du, Lanette, ich glaube, ich werde nie, nie, nie in dieser Nuzlocke in die Situation kommen, dass ich mehr als eine Box benötige. Von daher, also, im Endeffekt, das Pokémon-Lagerungssystem ist ganz nett, aber mir würde eine Box völlig reichen. So, jetzt machen wir erstmal noch nicht den Doppelkampf, da habe ich zu viel Respekt vor. Erstmal den hier. Komm, tritt gegen mein Pokémon an. Was ist denn mit dir nicht richtig gelaufen, mein lieber Herr Gesangsverein? Hiro mit seinem Absol. Das ist ein cooles Pokémon. Ein sehr cooles Pokémon, muss ich sagen. Es wird mir leid tun, wenn ich es besiege. Vor allem hat das so einen geilen Bart. Super. Super Elo erreicht Level 17. Irgendwann wird Super Elo sogar... Oh, Ice Heap ist sogar gut. Irgendwann wird Super Elo wahrscheinlich ins Team genommen werden müssen. Igelsamen ist gut. Abgangsbund ist eigentlich... Ja, aber komm, hier. Leckattacke mit Zunge ist ja wohl das Schlechteste, was man sich vorstellen kann. Ich flabber dich ab und du kriegst Schaden. Also, das kriegt ja bestimmt niemals eine Freundin, das Vieh, oder ein Freund. Weil ich meine, ist so. Das ist doch voll bösartig. Einen großen Körper, der plump und hart ist. Riesige Hörner und scharfe Fänge. Huff, 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 huff. So ein Pokémon hätte ich gerne. Ja. Freut mich für dich, ich nicht. Moin. Camp macht Spaß. Du kannst angeln, Würstchen braten und andere mit Spukgeschichten zu Tode erschrecken. Aber das Beste sind die Pokémon-Kämpfe. Ja. Campen. Wenn es regnet, ist das so richtig der letzte Drag. Mit V-Senior. Kuno. Kuno, heißt nicht auch der Freund von Gita ganz Kuno? Oder hieß der Kunibert? Ich überlege gerade. Kuno. Oder der Freund, also der Kumpel da. Die sind ja, glaube ich, nicht zusammen. Aber ich kenne mich hinter mit den neueren Charakteren aus der Entenhausen-Lore überhaupt nicht mehr aus. Das tut mir echt weh manchmal. Oh je. Relaxo hat schon mal einen auf dem Gewissen gehabt. Relaxo ist gefährlich. Der hat den Krabhammer vor allem. Ich weiß das noch. Von daher wechsle ich mal lieber zur Sicherheit auf Tabaluga. Denn Krabhammer würde Margarita schon ziemlich eklig begrüßen. Und Nadelrakete übrigens auch. Also ist Nadelrakete jetzt Käfer oder Pflanze? Kann ich mir nicht merken. Aber es war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, da mal kurz zu wechseln. Und dadurch ist auch schon begründet und entschieden, welches Pokémon am Ende der in der Arena Level 28 haben wird, weil Tabaluga jetzt wahrscheinlich... Oh Gott, das frisst ja... Kann ja voll viel aushalten, das Scheißvieh. Der Tabaluga wird wahrscheinlich jetzt Level 27 erreichen. Und dann wäre das... Oh. Wie gut, dass wir Margarita ausgewechselt haben, weil das wäre sowas von tot gewesen. Ja, also Relaxo ist echt eine Hausnummer. Nee, aber Tabaluga ist damit auf der Pole Position. Ich habe ehrlich gesagt auch nicht so lange daran gezweifelt. Von daher kein Problem. Kein Problem. Alles gut. Oh. Ja, schöner Sonntagsfriede. Nee, gar nicht wahr. Es ist noch gar nicht auf Level 27 und Gummiente erlernt Smog. Was ist denn Smog? Angriff mit Gas. Gegner wird eventuell vergiftet. Ja. Und die einzige Attacke, die man vielleicht vergessen könnte, wäre Verfolgung, aber Smog ist richtig schlecht. Das lassen wir mal lieber sein.
Und Super Elo erreicht kein neues Level. Kuno, das war etwas zu schwer für mich. Ja, das tut mir leid. Ich finde es großartig, dass ich mit meinen Pokémon campen gehen kann. Ich finde es auch super. So, jetzt setzen wir halt mal das Duo Margarita und Gummiente ein und schauen mal, was die so reißen. Davor gehen wir nochmal ins Pokécenter. Ich bin ein bisschen feige, weil Doppelkämpfe können halt wirklich potenziell richtige Killer werden. War bis jetzt noch nicht der Fall. Ich habe auch riesen Respekt vor dem Arena-Kampf Nummer 7, wo man einen Doppelkampf machen muss. Also das wird schon eine Hausnummer. Apropos Hausnummer, Achtung, Überleitung. Und zwar muss ich mal gucken, dass ich heute irgendwie jetzt gleich nach diesem Part mal so richtig laute Musik spiele, weil wir haben hier so zwei Nachbarn oder eigentlich so eine Nachbarsgruppe und die haben die letzten 2-3 Tage irgendwie jeden Abend Party gemacht und das ging mir ziemlich auf die Nüsse, vor allem weil ich auch meine wichtige Klausur hatte und dann musste ich heute auch wieder früh raus und so weiter. Natürlich, ich bin der richtigen Stimmung. Ich werde dir etwas über Pokémon beibringen. Und das halt schon wirklich so bis Mitternacht und ich wollte halt jetzt noch nichts sagen, aber wenn das jetzt nochmal ist, dann würde ich da was sagen, aber da kommen wir gleich wieder zu. Wir müssen hier jetzt erstmal irgendwie gucken, dass wir ein bisschen rallen. Das ist nämlich gefährlich hier. Irgendwie Regirock besiegen und auch irgendwie Mantax besiegen. Schauen wir mal. Das ist mir gerade zu gefährlich, dass ich jetzt hier die Geschichte weiter erzählen könnte. Oh! Knapp, knapp, knapp. Aber alles gut, alles im Moment geht's noch. Noch ist alles gut. Aber es wird echt. Es wird schwerer, ne? Jetzt steigt die Verteidigung von Regirock. Das ist auch nicht ganz das, was ich mir gewünscht habe. So, so. Das könnte jetzt reichen. Ja, das hat gereicht. Das ist schon mal gut. So, jetzt ist Tabaluga aber wirklich wohl definiert der Einzige, der irgendwie für die Arena in Frage kommt als Chef. Gott. Kinas, ihr könnt mir doch nicht so weit antun hier. Konter einsetzen, Tyra und Ivy. Unglaublich. Was für ein atemberaubender Kampfstil. Ja, das will ich aber auch meinen. Ich bringe meiner Juniorin Ivy etwas über Pokémon bei. Ich habe angefangen, Pokémon zu trainieren, weil Tyra, meine Mentorin, es mir beigebracht hat. Ja, ist ja schön. Ist ja eigentlich eine super Story. Cool Story. Hier liegt nix. Schade. Okay, ab ins Pokémon Center. Nein, was ich eigentlich erzählen wollte, ist eben, das ist schon, also grenzt schon echt hart an Ruhestörung, weil die da unten irgendwie neben unserem Haus so eine kleine Mini-Disco aufgemacht haben und die da richtig als volle Dröhne bis Mitternacht und länger, also schlafen kannst du da nicht so gut. Und eben, ich dachte jetzt, okay, das war jetzt 2 Tage in Folge, es ist jetzt ein Wochenende, vielleicht haben die halt einmal eine Party gemacht. Ich bin ja ein liberaler Nachbar und bei mir, wir machen ja auch mal irgendwann Party ab und zu und wollen ja auch nicht, dass gleich die Polizei auf der Matte steht. Aber es ist halt schon hart dreist, weil ich dann schon darauf achte, dass man irgendwie und das finde ich übrigens so generell jetzt hier meinen Lehrauftrag oder sowas, ist, man sollte da generell drauf achten, spätestens 12 Uhr, denke ich, mal wirklich ein bisschen ruhiger angehen zu lassen. Ja, aber jetzt hatten wir die glorreiche Idee, wir machen jetzt einfach so um 11 Uhr, das ist gleich, mal volle Dröhnung, hier laute Musik von unserem Fenster aus, weil die wahrscheinlich jetzt alle verkatert im Bett liegen und ein bisschen Genugtuung muss dann ja auch sein. Und ich hätte gestern auch gern Party gemacht, aber es ging einfach nicht. Zu viel zu tun für die Klausur. Egal. Ihr Rallys, nächstes Mal kämpfen wir gegen den hier und dann hoffe ich, dass es auf jeden Fall dann auch langsam reicht. Viele Level sind es ja nicht mehr, es sind jetzt noch irgendwie 5 Level, ne 4 Level sogar nur. Ja, ne 2, 5, 6 Level. 6 Level brauchen wir noch, bis wir zur Arena können. Das kriegen wir hin. Rallys, wenn euch das Video gefallen hat, seid so gut, lasst mir noch einen netten Kommentar oder eine positive Bewertung da. Und ansonsten würde ich mich auch noch freuen, wenn ihr beim nächsten Mal, sprich morgen, wieder zur Nuzlocke einschaltet. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin. Euer Scully, der Rally.